Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu The Free Jazz, ey. Ich bin euer Floschi und präsentiere euch das Let's Play Together mit Pokémon Rubin. Ja, wir haben die Top 4 geschafft und ja, sind jetzt eigentlich dabei. Ja, was haben wir vor? Erstmal, hey, das ist ja Flose. Du hast ja uns ja schon lange nicht mehr besucht. Du siehst irgendwie stärker aus. Das ist zumindest mein Eindruck. Aber dein alter Herr gibt noch nicht auf. Oh, ich habe hier etwas für dich. Das soll ich dir von einem Mr. Brack geben. Bootsticket erhalten, okay. Ein Ticket für eine Fähre. Ich weiß, dass es in Griffithport City und Seegras Ulp City Anlegestellen für Fähren gibt. Flose, wenn du das Ehrgeiz eines Trainers hast, dann geh zum Duellturm. Dort wirst du lernen, dass der Weg eines Trainers niemals ein Ende findet. Ich muss jetzt wieder in die Arena von Blütenburg City. Ich danke dir, dass du dich während meiner Abwesenheit um das Haus gekümmerst. So. Wollen wir mal gucken. Ja, ich sollte zum Rätselhaus. Habe ich gerade keine Ahnung, wo das war. Auf gut Glück fliege ich hier mal hin. Ah, so ist es richtig. Da rein. Was? Du wirst beobachtet. Nee. Was? Woher wusstest du, dass ich mich unter dem Kissen versteckt hatte? Clever. Du bist hier, um ein Rätselhaus herauszufordern, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, so muss es sein. Bedachte, deine Herausforderung hat angenommen. Trete hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Ja, ich möchte da durchgehen. Ein Trainer. Du schleichst hier durch das Rätselhaus? Fragezeichen. Ich glaube nicht. Flunkiefer. Level 46. Ja, mal gut, wir sind alle über 50 oder 50. Flammenwurf, sehr effektiv. Starmie. Wäre schön blöd, wenn wir nicht gewechselt hätten. Damn. Schockwelle. Und besiegt. Yay, ich verstehe, du hast einen außergewöhnlichen Stil. Verkehrt. Sieh es als glücksvoll an, dass du gegen mich antreten darfst. Ja. Frauke Stolrak, okay. Machen wir einen Flammenwurf. Fick dich. Sogar effektiv. Wir wollen natürlich nicht wechseln. Denn das Voltenso reißen wir weg. Na? Jo, komplett weg.
und Iron Wall erreicht Level 52. Und wir haben den nächsten Trainer besiegt. Komisch. Yay, und wir haben hier den Pokéball. Ein Perlenbrief, okay. Ist verschlossen. Bei näherer Betrachtung findet sich ein Hinweis. Schreibe ich hier den Geheimcode auf? Ja, der Code ist bestimmt da. Ah, meine Schriftrolle. Yay, und ich liebe den Rätselmeister. Das Schloss geht auf Klick. Arr, du hast mich gefunden. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, den Boden zu polieren. Du bist mir weit überlegen. Unmöglich. Was soll ich nur tun? Die Quelle der Ideen für meine Tricks ist trocken geleert. Geleckt. Vielleicht ist es an der Zeit, durch die Lande zu reisen und mich für neue Tricks inspirieren zu lassen. Ich hasse es zuzugeben, dass ich besiegt wurde. Du hast mich geschlagen. Mein Charisma muss dich gefangen genommen haben, da du immer wieder herkommst. Ja, so muss es sein. Aber das hat nichts mit meiner Niederlage zu tun. Als Zeichen der Freundschaft zwischen dir, dem Aufstrebenden, und mir, dem Genie, bereiche ich hier dieses Andenken. Rotes Zelt erhalten. Ich gehe jetzt auf eine Entdeckungsreise. Auf die Suche nach neuen Tricks. Ich hoffe, du besuchst mich eines Tages wieder und unterhältst mich. Für heute lebe wohl. Oh, schade. Jetzt ist er weg. Pokémon heilen. Und dann wollen wir mal gucken, was dieses rote Zelt bewirkt. Beep, beep. Wollen wir mal gucken? Hm.
Die RH-Daten sind beschädigt. Okay. Soll hier ein Hafen sein, den ich ablegen kann? Auf der Suche nach dem Hafen. Hier ist ein Leuchtturm oder keine Ahnung. Hallo, du willst mit der Fähre fahren? Zeig mir dann bitte dein Ticket. Perfekt, das ist alles, was du brauchst. Und wo soll die Reise hingehen? Fahren wir dahin zum Duellturm. Duellturm. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Aber ich glaube, hier bin ich verkehrt. Hallo, möchtest du mit mir? Ja. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt und habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Links. Hahaha. Fahren wir dahin. So. Ja, ist gar nicht. Ach, wir können ja noch Raikusei oder keine Ahnung, wie das Ding heißt, fangen. Aber das mache ich ja mit Alex zusammen. Sonst noch so machen? Gute Frage. So, habe ich mal gerade eben informiert. Also wir können noch 5 Pokémon fangen, also 5 seltenen auf jeden Fall. Und natürlich im Himmelturm Raikaza oder Raikiaza. Nun, das Ganze, ja, auf jeden Fall können wir Leitosi, oder wie er heißt, auffangen. Und zwar bevorzugt auf irgendwo, warte mal. 110. Hier so, also hier auf jeden Fall. Nun weiß ich natürlich nicht, ob Alex und ich erst und das stärkste Pokémon fangen. Oder ob wir es alles anders machen, das werden wir dann sehen. Das Ganze seht ihr dann, wenn es weitergeht. Das war's von mir. Und tschüss.